Viele Whiskys stehen auf dem Tisch, mal wieder. Herr Sebastian, ja, darum geht's denn heute jetzt? Wenig 18-Jährige, aber wir haben doch ein paar alte Tropfen mit dabei. Es geht heute um die Frage, was gibt es für Whiskys mit gutem oder sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Da beginnen wir einfach gleich mal mit den sogenannten unabhängigen Abfüllern. Die standen jahrelang, vielleicht jahrzehntelang für ja, Whisky für mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die waren meistens deutlich günstiger als Originalabfüllungen. Also wenn man Wert auf den Preis gelegt hat, dann hat man sich so eine Abfüllung gekauft von Signatory beispielsweise, Douglas Lang, Hunter Lang. Ja, und es gibt noch viele andere. Das hat sich heute leider mittlerweile ein bisschen verändert. Wir haben hier gleich mal einen unabhängigen Abfüller hier stehen. Und zwar einen 22-jährigen Linkwood. Da hat die Flasche natürlich auch aufgrund des Alters auch schon ihren Preis. Aber wenn man den vergleicht mit anderen 22-Jährigen, dann kann man ihn durchaus sogar noch als Schnäppchen beschreiben. Ja, was gibt es ansonsten so? Das ist natürlich nicht die Einstiegsklasse, ist klar, 22-jähriger Whisky. Aber ein super Alltagswhisky, den wir hier bei Delicious Berlin immer gern empfehlen, ist einfach der 10-jährige Strunecki. Strunecki ist eine Brennerei, die es schon lange nicht mehr gibt, aber die wieder so ein bisschen ja, nachempfunden wurde. Heute bei Ben Rinnes destilliert, dieser alte Strunecki-Stil. Und da ist der 10-jährige wirklich herausragend, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Ja, nicht jeder will so einen fruchtbetonten Highland Single Malt Whisky, dann geht man besser auf die berühmteste Whiskyinsel der Welt, Isla. Und da haben wir zum Beispiel entweder einen Blended Whisky, den Isla Journey Whisky, mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, der wirklich so torfige Noten hat, so ein bisschen was Teeriges, Öliges, vielleicht auch was leicht Maritimes sogar. Und wenn man hier zum Single Malt greifen möchte, der hat auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Cask Isla ist auch so ein Beispiel für einen unabhängigen Abfüller. AD Rattray steht da dahinter. Cask Isla Whisky. Super rauchiger Vertreter, bei dem sich so süße Noten mit so Holzkohlearomen verbinden. Also der hier auch zum Einstieg in die Welt der rauchigen Whisky super geeignet. Dann gibt es aber auch noch alte Whiskys für wenig Geld, zum Beispiel dieser Signatory hier, Ayrshire Grain Whisky aus dem Jahr 1998. Sagt nicht wirklich viel, man weiß, wo das Getreide herkommt, eben aus der Ecke um Glasgow und ansonsten einfach was Altes, aber ein sehr toller Whisky, geschmacklich. Ja, der hat wunderbare, weiche Getreidenoten, eine schöne Süße. Ganz toller alter Whisky für sehr wenig Geld, muss man sagen. Der liegt so bei um die 50 Euro beispielsweise. Da gibt es kaum was Vergleichbares in der Preisklasse bei dem Alter. Ja, und ansonsten, wenn man einfach mal einen preiswerten Einstiegswhisky haben möchte, von den Highlands, der eben so schmeckt, wie ein guter Schotte schmecken soll, bietet sich der Highland Journey gerade an. Auch ein Whisky für unter 40 Euro. Der so klassische Highland Single Malt Aromen abbildet. Ja, so viel dazu. Whisky mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt natürlich auch da große Unterschiede, was den Preis angeht. Je nachdem, ob man so eine Einstiegsvariante haben möchte oder halt was richtig Altes. Aber es gibt immer ein paar herausragende Tropfen. Man muss eben nur danach fragen oder irgendwie draufgebracht werden.